Die Nächte sind hier angenehm. 24 Grad, tagsüber 30 Grad, 32 Grad. Und ich sehe auch hier im Park sind viele Leute, die mal am Abend mit Kindern rauskommen. Iraner verkaufen auch viele Dinge, die wir auch in Deutschland nicht allzu häufig benutzen. Zum Beispiel getrocknete Aprikosen oder gekochte rote Beete. Sonnenblumen, das ist eine von deren Lieblingsbeschäftigungen, wenn sie irgendwo sitzen, die knabbern Sonnenblumenkerne. Das ist nicht wie in Deutschland, das ist nicht entkernt, sondern auch mit Schale. Die tun die Schale raus und dann essen sie die Kerne. Viele Leute nutzen die Zeit nach der Arbeit, indem dass sie rauskommen und einfach diese unglaubliche Wetter, angenehme Wetter und Atmosphäre am See nutzen. Es ist gut zu wissen, dass hier auf diesem Hafen waren vor, glaube ich, 200 Jahren Portugiesen. Iraner haben die erste Boote gebaut damals vor mehreren hundert Jahren und von hier aus sind sie gestartet Richtung Afrika. Die sind bis Zanzibar, Tansania und viele andere Städte in Afrika gereist. Die haben Weihrauch aus Jemen, aus Oman mitgenommen, Kaffee aus Jemen, vor allem damals die Hafenstadt Mokka. Was wir heute als Mokka-Kaffee kennen, in Jemen war sehr bekannt. Jemen war eine dieser Länder, die Kaffee Arabica produziert haben und deren Qualität war sehr gut. Iraner haben diese Gewürze, Kaffee, alles Mögliche bis zu Westafrika mitgenommen und mit denen Handel betrieben. Daher diese traditionellen Boote, die Iraner bauen, Lench nennt man, oder manche sagen Dhow, aber das ist eine traditionelle Boot, die damals schon vor mehreren hundert Jahren, vor mindestens 500, 600 Jahren am Persischen Golf gebaut wurde. Bis heute haben die Iraner diese Tradition beibehalten, worauf man stolz sein kann, weil dieses Volk, diese Nation ist sehr stolz auf seine Vergangenheit und auf seine Traditionen.